Die Handlung dieses Spiels basiert auf einer künstlerischen Rekonstruktion von Mythen, die den Kunstgegenständen aus Perm zugrunde liegen. Die Mythen und Erzählungen der Komi-Permer und einigen weiteren finno-ugrischen Völkern, wie es so schön heißt, spielen in diesem kleinen Indie-Game eine tragende Rolle. Der Elchmensch oder im Originaltitel The Moose Man. Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem Let's Play dieses kleinen Indie-Spiels aus Russland, aus der Region Perm. Haben wir jetzt gerade auch schon diesen Einführungstext gelesen, denn die Entwickler sind genau von dieser Region in Russland. Und ja, ich habe das Spiel durch Zufall auf Steam entdeckt und es hat mir sofort gefallen, es hat mir sofort zugesagt. Vor allem wegen der Mythen und Geschichten von, ja, ich möchte fast sagen, längst vergessenen Völkern, nämlich den finno-ugrischen Völkern, obwohl man hier nicht von Völkern im klassischen Sinne sprechen kann, sondern das sind eigentlich Bevölkerungsgruppen, Menschengruppen, die man aufgrund der gemeinsamen Sprache zusammengefasst hat zu den finno-ugrischen Völkern. Und die sind hauptsächlich in Skandinavien und Sibirien ansässig oder ansässig gewesen, also im nördlichen Teil von Russland und eben Skandinavien reicht es noch mit rein. Und die haben eben eine gewisse Kultur entwickelt und eine, ja, gewisse Weltanschauung, nenne ich es mal. Vor allem der Schamanismus spielte eine große Rolle. Und ja, auch der Grafikstil, den fand ich beeindruckend. Man sieht es jetzt hier schon im Hintergrundbild des Hauptmenüs. Ist alles in diesem Aquarellstil gehalten und das fand ich mal was anderes. Fand ich schön, fand ich hübsch und ich hoffe, dass das Spiel das auch so durchzieht, wie ich das in den Trailern letztlich gesehen habe und wir vielleicht auch das ein oder andere über die Kultur der Komi, um die geht's nämlich in diesem Spiel und das ist eines dieser Völker, die überwiegend in Russland beheimatet sind und heute etwas über 300.000 Menschen umfasst. Ich habe mich im Laufe, also für dieses Let's Play, habe ich mich ein bisschen vorbereitet, habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit diesen Mythen, mit dem Schamanismus. Und ich hoffe, dass ich mein Wissen dann auch in diesem Let's Play so ein bisschen mit einbringen kann und vielleicht nochmal so die Hintergründe ein bisschen deutlicher herausheben kann. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit dieses Spiel hier uns die Information selbst liefert. Lassen wir uns überraschen. Und ich würde jetzt einfach gerne anfangen. Das steht hier passenderweise auch schon im Hauptmenü. Und da drücke ich jetzt einfach mal drauf und dann schauen wir mal, wohin die Reise gehen wird. Щеланкивлан, пащкадубордис, приданню краї зануотаса. Ящкув візмінам, що туще змущила мун видмаса. И вилищ туманлан пемутас щежим чапка са жребий. Кую мир бариема свечища, кую мироздання лан шебрас. Шон дилищ била муфтыш сылан куйлану туй тамбас. Кув за кув пащелан кувлищ. Пондан тыдны вековой знани. Пемут кэджит парманы великой, дух адж сбарем. Und da sind wir schon mittendrin im Spiel und wir spielen diesen Herr mit diesem kleinen Stock hier, mit dem Pfeiltasten können wir steuern. Und wir sind wohl Schamane und machen uns auf eine lange, ungewisse Reise. Ja, ein Hinweis zu Beginn vielleicht noch, da die finno-ugrischen Völker natürlich aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen bestehen, die teilweise auch räumlich sehr weit auseinander waren, gibt es natürlich Unterschiede in den einzelnen Mythen, die es dieses Spiel hier heranzieht. Und da ich nicht genau weiß, welche das genau sind, können hier natürlich Unterschiede auftreten. Und jetzt können wir wohl in so eine Art Geisterwelt hineinblicken. Ich kann weiterlaufen und wenn ich die Leertaste wieder loslasse, kommen wir wieder in die normale Welt. Hier kann ich wohl nicht weiter, hier blockiert wohl ein Baum meinen Weg, aber mit Hilfe der Geisterwelt kann ich hier passieren. Und da hinten scheint wohl jemand zu stehen. Doppelklick für Autobewegung. Ah, ich muss dann hier gar nicht mehr die Taste drücken. Möchte im Moment aber gar nicht machen. So, hier kann ich wieder nicht weiter und ich muss wieder in die
reale Welt zurück. Das Ganze basiert auf der Annahme des Schamanismus, dass die Welt aus drei Welten letztlich besteht, der Mittelwelt, der Ober- und der Unterwelt. Hier können wir jetzt Götzenbilder singen über uralte Mythen. Ich kann F2 drücken und dann erfahren wir vielleicht ein bisschen mehr. Ich mache das gleich mal, bevor ich nochmal das mit den Welten genauer erkläre. Hier das Intro können wir mal anschauen. Auf den Flügeln eines in die Höhe steigenden Vogels, lass mich dich ins Land der Mythen mitnehmen. Meine Worte seien die Samen, die in deinem Herzen wachsen. In einer grauen Walddunkelheit warfen die Sieben das Los. Drei Welten warten auf den Auserwählten, der Shondi tief unter der Erde finden kann. Lausche den Worten des uralten Liedes und lerne das Wissen aus Jahrhunderten. In Parma, kalt und voller Schatten, wurde ein mächtiger Geist ausgewählt. Das ist das, was man gerade schon im Intro auch, steht ja auch passenderweise drüber, vorgelesen bekommen haben. Was haben wir hier? Siriu Fluss. Die mittlere Welt ist von der unteren durch den großen Siriu Fluss getrennt. Er umschließt die Welten und versteckt die Welt der Toten vor der Welt der Lebenden. Bakul lebt in den Wassern des Siriu. Er verschlingt jeden, der versucht, sein Reich zu überqueren. Nur die Wissenden, Todis genannt, haben die Kenntnisse, um die Brücke zwischen den Welten zu finden. Es fließen auch andere Flüsse zwischen den Welten. Genau, also man geht hier von aus, fortfahren, das andere können wir wohl noch nicht lesen, oder? Ne, da brauchen wir noch solche Totems hier. Ja, also wir sind hier im Schamanismus und da geht man eben von aus, dass es eben diese drei Welten gibt. Oberwelt, Unterwelt und die mittlere Welt. Ja, in der Oberwelt leben die wichtigen Geister, die von den Menschen eben sehr stark verehrt werden, da sie für vieles aus dem alltäglichen Leben verantwortlich gemacht werden. Zum Beispiel, wie erfolgreich eine Jagd verläuft. In der Unterwelt sind eben die Geister der Toten heimisch. Das Ganze ist auch so sozial organisiert wie die mittlere Welt. Und die mittlere Welt ist genau das, wo wir uns hier eben auch gerade befinden. Nämlich die Welt der Menschen, der Lebewesen, der Tiere, der Pflanzen. Und die Menschen sind in dieser Welt allerdings nie alleine. Und das ist genau das, was wir hier auch sehen und mit der Leertaste hervorrufen können. Denn sie sind umgeben von Geistern, sowohl aus der Ober- als auch der Unterwelt, also aus guten und bösen Geistern. Okay, wir ducken uns. Warum? Warum ducken wir uns? Deswegen ducken wir uns. Ist das ein Bär? Scheint wohl ein Bär zu sein hier. An dem müssen wir offenbar vorbei. Frage ist, wie bekommen wir das hin? Huch. So offenbar nicht, okay. Muss ich hier in die Geisterwelt? Okay, er duckt sich hier automatisch. Ich darf nicht in die Geisterwelt. Ich kann jetzt so vorbei. Nee. Hä? Wie muss ich hier vorbei? Ich versteh's gerade nicht. Wie ducke ich mich denn irgendwie? Jetzt bin ich versteckt? Hä? Muss ich in die Geisterwelt, um an ihm vorbeizukommen? Ich verstehe es gerade nicht. Aber er ist doch auch in der Geisterwelt. Manche Geister sehen nur Lebende. Ja, ich sehe ihn doch. Hä? Bewegung ist Leben. Ja, man bekommt hier schon so Hinweise, aber ich verstehe es gerade nicht. Hä? Wie ducke ich mich denn hier? Muss ich einfach warten? Ah, ich muss wahrscheinlich laufen, wenn er gerade nach unten schaut. Ist das richtig? Kann ich jetzt laufen? Jetzt kann ich laufen.
ducke ich mich, dass er mich nicht sieht. Wenn er wieder nach unten schaut, kann ich weiterlaufen. So funktioniert's. Also es sind auch kleine Rätsel eingebaut in dieses kleine Spiel hier. So, jetzt kann ich hier weiter. Hier komme ich wahrscheinlich nicht durch, oder? Doch, komme ich. Ah, hier habe ich Götzenbild. Gucken wir erstmal an. Der Berg kann nachher warten. Ich glaube, der rennt jetzt gleich auf uns zu. Wir schauen jetzt erstmal die Mythen an. Wir haben ja Zeit. Der Bär namens Osh liegt geräuschlos da. Er bewacht die Unterwelt. Nur die Toten können das Reich des Todes betreten. Und deswegen kann kein Geist aus der Welt der Lebenden und auch kein Mensch an Osh vorbeikommen. Dies ist der Grund, warum dem Jäger, der den Bär tötet, große Ehre zuteil wird. Ja, wir sind kein Jäger. Ich glaube nicht, dass wir den Bären töten müssen. Wir müssen einfach nur an ihm vorbeikommen. Schöpfung des Menschen. Yen hat die mittlere Welt mit Geistern, Tieren und Menschen bevölkert. Er pflanzte die Samen von allerlei Bäumen und füllte Flüsse mit verschiedenen Fischen. Die guten und nützlichen Geister wurden zur mittleren Welt geschickt, die bösen zur Unterwelt und Osh diente als der Wächter der Grenze. Das trifft ziemlich genau das, was ich gerade auch erzählt hatte, also der Annahme, dass die Menschen in der mittleren Welt eben nicht alleine sind, sondern hier auch Geister vorhanden sind. So, wir machen fortfahren. Ich glaube, wir müssen dann gleich von dem Bär hier abhauen. Osh genannt. Er ist auf uns aufmerksam geworden. Wir müssen laufen. Okay, hier muss ich... Okay, ah. Ja, okay, hier muss ich... Okay. Uah. Okay, hier muss ich immer wieder wechseln, offenbar. So, komme ich hier vorbei. Uah. Okay. Boah, das ist ja knifflig. Ich wechsle. Dann kann ich hier laufen. Dann wechsle... Uah. Dann wechseln wir wieder. Und hier können wir wieder wechseln. Und hier wieder zurückwechseln. Boah, ist das knifflig. Bär kommt immer näher. Was passiert? Kriegt man das hin? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Bleib weg. Bin ich jetzt abgestürzt? Boah, ich bin ihm entkommen, oder? Ich gehe mal zurück, weil ich glaube, dass... Ja. Das habe ich vermutet. Es gibt ja so kleine Secrets. Ja, das hat sich war irgendwie gerade offensichtlich. Hier kann ich nochmal F2 drücken. Und, nee, nächste Seite. Oha, da gibt es ja ganz schön viele. Okay, also wir lernen hier wohl doch einiges über die Mythen, die dieses Spiel hier zugrunde legt. Was habe ich jetzt da gerade eingesammelt? Ich weiß es gar nicht. Hm. Seltsam. Ich dachte, ich kann hier... Naja, gehen wir mal wieder in die normale Welt. Hier haben wir einen. Da kann ich wieder F2 drücken. Bärfest. Ein Jäger muss vieles beachten, wenn er Osh jagen will. Osh ist unsterblich und nur für kurze Zeit gibt er sein Fleisch dem Jäger. Das Sprechen ist während der Jagd verboten, weil Osh den Jäger tötet, wenn er seine Stimme hört. Und was da drunter steht, kann ich leider nicht lesen. Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist, ob das hier, ich habe keine Ahnung, was es ist, ob das Russisch ist oder so, weiß es nicht. Ich kann es nicht lesen. Schade. Gut, wir gehen einfach mal weiter in unserer Reise. Okay, da bewegt sich was. Der Berg bewegt sich, oder? Er folgt uns. Ah ja, und das muss er auch, weil wir müssen da hoch. Okay. Springen oder so können wir nicht, nee. Jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Super. Aber ich kann ja hier in der Geisterwelt vorbei. So, und jetzt können wir hier nach oben gehen. Nein, reicht nicht ganz. Ich muss hier noch weiter rein. So, jetzt dürfte es reichen. So. Also die Grafik ist sehr liebevoll gestaltet. Die Musik ist wirklich toll und sehr stimmungsvoll, dieses Spiel. Schon jetzt.
Und da haben wir schon wieder so ein Götzenbild. Schauen wir uns diesmal an, was wir hier haben. Chud. Alle Geister tragen den Namen Chud. Sie wurden von Yen selbst am Anfang der Schöpfung erschaffen, aber manche Chud wurden nachher geboren. Sie sind die Toten, die in den letzten Weg nicht gehen konnten. Manche von ihnen sind nützlich und helfen uns. Manche sind böse und bringen Unglück. Viele Dinge haben ihre eigenen Geister. Und wenn sie diese Geister kennen, können sie sie kontrollieren. Okay. Ah ja, hier haben wir wieder sowas. Also wir müssen hier wirklich immer wieder zwischen Geisterwelt und... Zwischen Geisterwelt und der normalen Welt, nenne ich sie mal, hin und her wechseln, um diese Hindernisse hier zu überwinden. Huch. Ah. Okay. Hä? Okay. So. Hier haben wir schon wieder... ein Götzenbild. Der letzte Weg. Unsere Seele, die wir Ort nennen, geht nach unserem Tod den letzten Weg. Sie wandert durch alle drei Welten und erreicht endlich den eisernen Berg der Alten. Alle Geister wissen über den letzten Weg Bescheid und helfen der Seele. Also diese Mythen, die hier zugrunde liegen, die sind immer ein bisschen anders. Also es ist nicht so, dass jetzt hier es nur eine einzige einen richtigen Mythos gibt, sondern dass es hier wirklich auch einige Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Völkern. Verdammt, ich muss hier wieder zurück, ne? Naja. So, jetzt können wir hier rüber gehen, ohne runterzufallen. So, ich will aber trotzdem gucken, was hier in der Geisterwelt ist. Huch, das habe ich glaube zu spät gewechselt. Ich hätte nochmal in die normale Welt müssen. Da scheint uns nämlich nichts zu passieren. Ich darf hier jetzt nicht wechseln. Genau, dann kommen wir hier durch. Und hier haben wir wieder weitere Informationen, die wir uns gleich mal anschauen. Thiryu-Sumpf. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich hoffe doch mal. Ort geht über Thiryu-Fluss. Okay, also die deutsche Übersetzung ist nicht so ganz optimal, sehe ich da gerade. Ursprünglich nur auf Russisch und Englisch erschienen. Also der Ort geht über den Thiryu-Fluss, der durch die Unterwelt fließt. Die sündhaften Seelen versinken im Morast und faulen dort ewig. Tausende von faulenden Seelen werden zu widerlichen Flüssigkeiten. Und so wurde dieser Fluss auch zu einem Sumpf, der schwarz und dicht wie Teer ist. Wenn deine Zeit kommt, musst auch du ihn mutig überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Ja, wir sind so mutig, um diesen Sumpf zu durchqueren. Ups, okay. Gehe ich in die Geisterwelt und da komme ich hier offenbar vorbei. Und hier nicht mehr. Ach, verdammt. Huch. Okay, also nur in der Geisterwelt sehe ich, wenn die roten Augen bekommen, sind sie wohl böse. So, hier kann ich rüber, in der normalen Welt. Puh. Okay, das ist ganz schön knifflig. Ich kann ja echt nur laufen, ich muss hier in der Geisterwelt schauen, wann sie böse sind, quasi. Und muss dann entscheiden, wann ich in die normale Welt gehe und wieder rüberkomme. Jetzt zum Beispiel kann ich dann... Genau, hier kann ich dann rüber. Okay. Hier wahrscheinlich das Gleiche. Okay, hier rote Augen, ist gleich böse.
So, jetzt kann ich hier weiter. Ach, da muss ich gar nicht zurück. Genau, jetzt kann ich weiterlaufen. So, bei dem muss ich aufpassen. Das funktioniert noch. Gerade so. Das war knapp, glaube ich. So, und jetzt fahren wir hier den Baumstamm rüber. Und können dann diesen Abgrund überwinden. Warum kriege ich hier keinen... Huch. Ah, da kommt jetzt so ein Berg. Okay, der folgt mir immer. Aber warum kriege ich hier bei diesem Götzenbild hier keine Infos? Ich drücke mal F2 nochmal. Doch, kommt. Ich kann bloß keine Anzeige. Wie auch immer. Menkus. Waren mit die ersten von Yen erschaffenen Geister. Er hat ihnen zwar kein Bewusstsein gegeben, aber die Unsterblichkeit geschenkt. Sie bleiben auf bestimmten Orten schweigend stehen. Die Menks, Gottes Willen, der Wälder stehen über den Bäumen. Die Menks der Sümpfe starren ewig in den Nebel und die Menks, Mann, wie man das auch spricht, der Seen trinken Wasser, sodass es als Regen herunterfällt. Jetzt kommen wir schon auf die nächste Seite. Ah, hier gibt es auch noch was. Goldenes Zeitalter. Die Erde war reich und Gerste wuchs schnell nach oben. Der Himmel war nah zur Erde und die Vögel, die auf ihrem sternengesäumten Weg flogen, konnten mit bloßen Händen gefangen werden. Die Menschen ernteten Gerste mit Ahlen. Einmal hat einer der Männer eine Sichel gefunden. Die Sichel fiel aus seinen Händen und hat ihn beim Fallen enthauptet. Oha. Sein Körper fiel durch den Boden nach unten und ist zum Tor für Insekten und böse Geister der Unterwelt geworden. Dann stieg der Himmel hoch und er war fortan unerreichbar. Sein Körper liegt noch heute auf der Grenze zwischen den Welten. Mhm, okay. Also der Schamanismus geht auch von aus, dass die Welt erstmal eine Scheibe ist und wie so eine Kuppe oben drüber ist. Okay, da kommen ein paar unangenehme Zeitgenossen. Komme ich so vorbei? Nö. Genau, eine Kuppe ist und darüber ist eben die Oberwelt und die Sterne sind Löcher in dieser Kuppe, wo dann das Licht eben reinscheint. Aber ist alles sehr kompliziert. Kommen die jetzt da hoch? Ich glaube nicht, oder? Doch. Hä? Wie komme ich dann an denen vorbei? Wow. Gut, das war jetzt Glück tatsächlich, dass ich das so gemacht habe. Das war jetzt nicht geplant, aber dann haben wir das Rätsel auch schon gelöst. So. Und hier haben wir wohl eine Höhle. Steht da irgendwas, was wir lesen können? Nee. Schade. Та велика рішок моша крепу твождлен пам. Сечечкар подвирим, кама еспондат ащі солан. Край темуджит океанен, утка уїс волнаєзет. Утка кольті шогміс, їн прародітель мортезлан. Мідо джавермас, мортлан киріш і буддухлан роднаяй. Котлан кишиш міріш шогміс, волен мір і шаріш мір. Ja, genau, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe mit dieser Kuppel. Denn diese Kuppel, die soll wohl aus dem Ei einer Ente entstanden sein. Also ich glaube, mein Wissen ergänzt sich hier wunderbar mit dem Wissen, das wir hier im Spiel bekommen. Ich bin gerade ein bisschen stolz. So, was passiert hier? Da kommt ein Geist. Kann ich dem... Den sehe ich hier nicht. Was ist das da unten eigentlich? Das ist nix. Kann ich da jetzt... Jetzt ist er weg. Ah, okay, da tut mir gar nichts. Okay. Okay, da oben haben wir den Bären. Den wir schon gesehen haben. Das in der Mitte könnte der Baum des Lebens sein. Das ist nämlich auch so ein zentrales Element dieser Mythen. Der Zentrum... der Erde quasi. Und der Schamane hat dann die Möglichkeit, mit Hilfe dieses
Baumes, den Kontakt zu den anderen Welten aufzunehmen. Und da haben wir den Fluss, den wir überquert haben. Was das sein soll, das kann ich im Moment nicht genau deuten. Unter der, was der Elchkopf-Himmelskuppel hat Pepsin mich geboren. Wie eine ewige Birke wuchs mein mächtiger K. Gleich wie der Sohn des Bären starb ich in heftigem Blutbad. Und du hast den Weg der Dunkelheit gewählt, wo du das Shondi-Feuer finden kannst. Wenn du stirbst, wird die Welt sterben, denn die Sonne wird vergehen. Also ich kann die Schrift hier echt schlecht lesen. Ich sehe dich noch auf diesem Pfad zu den Toten. Jetzt warte ich aufs Aufwachen, das längst schon vorhergesagt wurde. So, bist du jetzt böse? Komme ich an dir vorbei? Ich komme an dir vorbei, okay. Schön, wie der Schatten da hinten dann auch von uns an der Wand. Okay, was passiert da? Ah, okay, muss ich hier auf den... Ah, ich kann hier alle drücken, okay. Okay, ist da eine Tür auf oder was ist da passiert? Nee. Hä? Okay, kleines Rätsel. Elch drücken. Und was hat er gesagt? Elch ist übrigens auch nicht zufällig, denn der Elch ist ein Symbol für Kraft, Weisheit und Gerechtigkeit. Und in den verschiedenen Mythen wird sein Geweih als eine Art Antenne gedeutet, die eben es dem Menschen ermöglicht, eine Verbindung aufzunehmen und so als Antenne zur Unterwelt, zur Oberwelt zu haben. Wie ist das jetzt hier? Hä? Unter der Elchkuppel und unter der Elchkopf-Himmelskuppel. Aha. Ja, ist klar. Ich hab's gerade schon gelesen. Moment, jetzt muss ich schon überlegen. Was muss ich jetzt machen? Wo muss ich jetzt draufdrücken? Muss ich hier nicht alle drücken? Sondern nur bestimmte? Ich kann hier vorbeigehen, dann drücke ich es nicht. Und wenn ich jetzt nur hier drücke... Komme ich jetzt hier weiter? Auch nicht. Hä, ich verstehe es gerade nicht. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht genau, was ich machen muss. Sehe ich da irgendwas im Hintergrund? Ja, das kann doch nicht so schwer sein. Das hat mit den drei Dingern da hinten zu tun, definitiv. Es hat auch mit dem zu tun, was der mir hier erzählt hat. Jetzt nochmal gucken. Unter der Elchkopf-Himmelskuppel hat Pevsin mich geboren. Wie eine ewige Birke wuchs mein mächtiger K. Gleich wie der Sohn des Bären starb ich in heftigem Blutbad. Sonne vergeben. Ja, vielleicht ist der Baum tatsächlich hier. Probier das mal. Drück mal nur den Baum hier. Das dürfte der Baum sein. Die anderen drücke ich nicht, aber passieren tut nichts tatsächlich. Hm.